Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch den Finanzielle Freiheit Meisterkurs von Leon Kramer und Leon Chaudhary. Gemeinsam haben sie einen Kurs aufgebaut, der euch wirklich zeigt, wie ihr seriös im Internet Geld verdienen könnt. Und was genau hinter diesem Kurs steckt, das schauen wir uns heute in diesem komplett kostenlosen Erfahrungsbericht an. Bevor dieses Video jetzt gleich startet, noch eine kleine Zwischeninfo. Leon hat auch einen neuen Kurs. Diesen Kurs schauen wir uns die nächsten Wochen an. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren, wenn ihr wirklich wissen wollt, was in seinem neuen Kurs steckt. So, jetzt kümmern wir uns um den Finanzielle Freiheit Meisterkurs von Leon Kramer und Leon Chaudhary. Wenn ihr den Kurs erworben habt, dann bekommt ihr Zugangsdaten, könnt euch dann auf dieser Webseite einloggen und dann kommt ihr hier ins Dashboard. Dieser Kurs hat 9 Module und 93 Lektionen. Plus, dieser Kurs wird auch immer aktualisiert und da kommen auch immer wieder neue Lektionen dazu. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und ihr bekommt auch wirklich viel Inhalt. Ihr könnt oben rechts auch sehen, dass ich den wirklich durchgearbeitet habe. Ne? Also ich habe mir wirklich alles Schritt für Schritt angeguckt und ich habe auch lange überlegt, bevor ich dieses Video gestartet habe, was erzähle ich jetzt? Weil ihr werdet es gleich sehen, dieser Kurs hat wirklich viele, viele Inhalte. Wie stelle ich euch diesen Kurs jetzt vor? Wir gucken uns gleich ein Video an. Ich habe mir dann ein ganz spezielles Video ausgesucht, das gucken wir uns gemeinsam an. Und zum Schluss kommt mein Fazit. Und in dem Fazit erkläre ich dir, ob es Sinn macht, diesen Kurs zu kaufen oder nicht. Weil die beiden haben ja auch viele, viele YouTube-Videos. Und da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die sagen, ja gut, ich habe doch die YouTube-Videos. Warum sollte ich jetzt hier für ich glaube 300 Euro kostet der Kurs. Warum sollte ich so viel Geld für einen Online-Kurs ausgeben? Das erkläre ich euch alles im Fazit. Also es lohnt sich definitiv bis zum Schluss dran zu bleiben. Aber gut, dann starten wir jetzt mal in diesen Online-Kurs rein. So, und ich habe mir ein spezielles Video ausgesucht. Ich habe mich einfach dafür jetzt entschieden. Wir gucken uns das Motivationsvideo an. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Motivation. Motivation natürlich gerade am Anfang ein sehr, sehr großes Thema. Weil den meisten Leuten fehlt einfach die Motivation, sich nebenbei was aufzubauen oder ihr eigenes Business endlich mal zu starten. Und woran liegt das? Woran liegt das Ganze, dass einem die Motivation fehlt? Meistens fehlt nur die Motivation durch fehlende Erfolge. Das heißt, am Anfang hat man vielleicht eine hohe Motivation, will jetzt durchziehen, beispielsweise auch beim eigenen Business oder auch beim Thema Sport, Ernährung abnehmen. Aber wenn man dann, ich komme jetzt mal auf das Thema, beziehungsweise auf das Beispiel Sport zu sprechen, wenn man dann zum Beispiel einen Monat lang durchzieht, auf die Ernährung achtet, Sport macht, aber dann trotzdem nicht abnimmt, dann nimmt natürlich die Motivation ganz klar ab, weil die Erfolge fehlen. Und so ist es natürlich auch beim eigenen Business, wenn man vielleicht jetzt ein, zwei Monate durchzieht, an seinem eigenen Business arbeitet, aber die Umsätze einfach nicht reinkommen, das heißt, man verdient einfach kein Geld, dann ist klar, dass die Motivation dann ausbleibt und man nicht weitermacht. Und da ist natürlich jetzt der ganz wichtige Faktor, dass man diese ersten 1 bis 3 Monate, sage ich immer, dass man die durchhält, weil in den ersten 1 bis 3 Monaten ist es bei jedem Business so, da gibt es keine Ausnahme, dass man erstmal mehr Arbeit und mehr Zeit und mehr Energie reinstecken muss und man verhältnismäßig viel, viel weniger dafür bekommt. Das heißt, am Anfang wird man so gut wie gar kein Geld verdienen, die ersten Wochen, die ersten Monate, und das Geld kommt dann eben erst später. Und das Besondere dabei ist, dass man später eben für weniger Arbeit mehr Geld bekommt, aber dafür eben am Anfang für mehr Arbeit weniger Geld bekommt. Das muss man sich so vorstellen, wenn man eben ein Haus baut, muss man erstmal das Fundament bauen und am Anfang sieht das Ganze nicht schön aus. Fundament vom Haus ist nicht besonders ansprechend, aber später, wenn man eben durch diese Phase des Startprozesses, durch das Fundament etc. durchgegangen ist, dann kann man eben darauf sehr gut verschiedene Einnahmequellen drauf aufbauen. Und da ist es eben auch so, wenn man erstmal die erste Einnahmequelle aufgebaut hat oder die ersten zwei, dann wird die dritte, die vierte, die fünfte Einnahmequelle wird dann immer leichter und leichter werden. Und so ist eben auch das ganze Prozedere. Das heißt, ihr müsst erstmal die ersten Erfolge erreichen und dann braucht man auch keine Motivation mehr. Das heißt, wenn man zum Beispiel die ersten 100 Euro, die ersten 1000 Euro nebenbei verdient hat, dann sieht man schon, okay, das Ganze klappt, das Ganze funktioniert und dann ist man auch automatisch motivierter, weil das ganze Thema Motivation ist natürlich besonders am Anfang relevant, weil man kennt es, diese ganzen Motivationsbücher, Seminare, Motivationsvideos, ist schön und gut, aber ist nur am Anfang nötig, weil wenn ihr seht, okay, das Ganze läuft, dann wollt ihr auch automatisch weitermachen und wollt auch automatisch mehr erreichen, mehr verdienen, wenn ihr seht, okay, ich habe jetzt die ersten 1000 Euro verdient, ich will jetzt die ersten 10.000 Euro verdienen, danach ich will jetzt die ersten 100.000 Euro verdienen und so weiter und so fort. Das Wichtige ist halt, dass ihr diese erste Phase, in der wirklich 80 bis sogar 90% aller Leute scheitern, dass ihr durch diese erste Phase durchgeht,
weil die meisten Leute haben eben das Problem, dass sie immer alles sofort haben wollen. Aber so läuft es eben nicht. Man kann nicht sofort von heute auf morgen in einer Nacht 10.000 Euro verdienen. Das geht nicht. Das geht am Ende. Später, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, dann geht das natürlich schon, wenn man gerade zum Beispiel ein neues Produkt rausbringt oder vielleicht einen neuen Launch startet und so weiter und so fort. Aber am Anfang geht sowas eben nicht. Deswegen eine richtige Erwartungshaltung, dass ihr am Anfang mehr Arbeit investieren müsst und am Ende dann eben deutlich mehr daraus bekommt, aber am Anfang auch nicht zu schnell mit zu hohen Ergebnissen rechnen, weil das ist eben der größte Fehler, wenn ihr denkt, dass ihr jetzt, nur weil ihr jetzt zum Beispiel ein eigenes Business startet, direkt im ersten Monat 2.000, 3.000 Euro verdient. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Deswegen setzt die Erwartungen ruhig runter und feiert auch die kleinen Erfolge. Weil wenn ihr dann zum Beispiel seht, okay, ich habe jetzt vielleicht meine ersten 10 Euro online verdient, dann seht ihr schon, okay, das Ganze kann auch funktionieren. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die ersten 100 Euro viel schwerer zu verdienen sind als die ersten 1.000 Euro. Weil wer 100 Euro verdienen kann, der kann auch 1.000 Euro verdienen, der kann auch 10.000 Euro verdienen. Das Ganze ist eben das Prinzip dieses Skalierens. Das heißt, wenn man erstmal einen Prozess oder einen Weg für sich gefunden hat, dann kann man diesen Weg einfach duplizieren und dann eben auch das gesamte Business nach und nach hochskalieren. Aber dazu muss man erstmal eben den ersten Schritt gehen, den ersten Stein auf dieser Erfolgstreppe, sage ich mal so, setzen. Das heißt, den ersten Schritt gehen und dann sollte das Ganze auch kein Problem sein. Genau, jetzt hast du auf jeden Fall einen kurzen Einblick in diesen Videokurs. Kurz vorweg, ich habe auch einen Blogartikel geschrieben. Das heißt, auf kurserfahrung.com kannst du einfach hier oben ins Suchfeld eingeben, finanzielle Freiheit, Meisterkurs. Da findest du natürlich auch einen Blogartikel, wenn du irgendetwas nicht verstanden hast. Plus, du kannst natürlich gerne einen Kommentar schreiben, deine Frage stellen und dann beantworte ich dir die sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir auch tatsächlich zum Fazit. Also, warum macht es jetzt Sinn, diesen Online-Kurs zu kaufen, obwohl die so viele Videos auf YouTube haben? Ne? Also, wie ihr seht, sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich einen Videokurs kaufen, wenn die doch viele, viele Anleitungen im Internet haben. So, und der Unterschied ist, dass dieser Videokurs wirklich Schritt für Schritt alles erklärt. Diese Videos, die sie hier drehen, meistens ist es so, die zeigen euch eine Plattform, also eine Methode, wo ihr so und so viel Geld verdienen könnt. Aber in der Regel bekommt ihr keine Anleitung, wie ihr das wirklich Schritt für Schritt nachmachen könnt. Und dafür lohnt sich halt dieser Online-Kurs. Weil genau das macht er für dich. Also diese Methoden, die sie im Internet zeigt, die werden hier im Online-Kurs Schritt für Schritt erklärt. Plus, ihr könnt den Kurs auch für 2 Euro testen. Also das ist auch noch ein großer Vorteil. Also ihr könnt den Kurs auf jeden Fall erstmal für 2 Euro testen und später in Raten zahlen, wenn euch das Geld jetzt am Anfang zu viel ist. Genau. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du wirklich ernsthaft vorhast, Geld im Internet zu verdienen, dann solltest du dir natürlich diese Hilfe dazu kaufen. Weil wozu alles recherchieren, wozu die ganze Zeit probieren, wenn die Anleitung schon vorhanden ist. Dann sparst du dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Jetzt gucken wir uns nochmal ein bisschen die einzelnen Lektionen an, damit ihr auch noch ein bisschen seht, was euch noch erwarten wird. Also, es fängt natürlich mit der Einleitung an, dann geht es ums Gewerbe, denn jeder, der in Deutschland lebt, muss natürlich ein Gewerbe anmelden. Ja, und dann geht es darum, deine eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Das bedeutet, wenn du weißt, was deine Fähigkeiten sind, weißt du auch, wie du sie verkaufen kannst. Wenn du deine Fähigkeiten kennst, dann kannst du die verkaufen. Im Modul 4 geht es dann darum, die richtige Einstellung zu haben. Genau, und dann das spannendste Modul Nummer 5 ist halt Wege, Geld zu verdienen. Da werden dir wirklich alle Lektionen vorgestellt, also alle 20 Geschäftsmodelle, zum Beispiel Fiverr, Apps Geld verdienen, dann Geld verdienen mit Icons zum Beispiel, Udemy, T-Shirts, mit Low-Content-Bücher, mit Ghostwriting, mit Blogartikeln und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt viel zu aufwendig, wirklich jede einzelne Strategie im Detail zu erklären. Dafür ist auch der Videokurs da. Genau, und dann geht es darum, wenn du dir was aufgebaut hast, möchtest du das natürlich auch passiv vermehren.
Und deswegen gibt es im Modul 6 das Investieren. Das heißt, du investierst das Geld, was du im Internet verdienst, investierst du in andere Sachen, um noch mehr passives Geld zu verdienen. Das wird euch im Modul 6 erklärt. Dann gibt es nochmal zusätzliche Schritte, was ihr noch machen könnt. Und im Modul 8 geht es darum, wie ihr zum Beispiel noch mehr Geld mit Partnerprogrammen verdienen könnt. So, und zum Schluss gibt es noch Modul 9. Wenn ihr jetzt wirklich überhaupt nicht zurechtkommt, könnt ihr jederzeit die 2 buchen. Da ist ein Link in der Lektion. Dort könnt ihr die 2 buchen. Und die werden euch dann sofort helfen. So, und das ist halt der Finanzielle Freiheit Meisterkurs. Wenn du jetzt wirklich noch Fragen hast, du hast zu einem meinen Blogartikel, du hast dann dieses Video, du kannst an wichtigen Stellen einmal pausieren, plus du kannst mir deine Frage in die Kommentare schreiben.